Peace Leute, hier ist der Orkan und willkommen zu meinem neuen Video und willkommen auf meinem Channel. So, das bin ich und hier ist auch Heisenberg am Start. Kennt ihr wahrscheinlich alle, meine Lieblingsserie Breaking Bad. Wer die Serie noch nicht kennt, empfehle ich die Serie wirklich jedem. Hat zwar jetzt nichts mit Klarträumen zu tun, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Serie. Und jetzt kommen wir zu meinen Top 3 Lieblingsfilmen über das Klarträumen, über das luzide Träumen und über das Träumen allgemein. Und zwar die Nummer 3 kriegt der Film Insidious. Und zwar, es ist ein Horrorfilm. Und zwar geht es dabei, um genau zu sein, um Astralreisen. Und warum es die Nummer 3 ist, ist aus dem Grund, weil ich dadurch das erste Mal was über das Klarträumen gehört habe. Und zwar habe ich erstmal was über das Astralreisen gehört und so bin ich dann zum Thema Klarträumen gekommen. Und der Film ist einfach richtig geil, also meiner Meinung nach. Da gibt es zwar auch viele Kritiken und so weiter, es gibt viele, die Horrorfilme einfach nicht mögen. Ich bin halt ein Horrorfilm-Liebhaber und deswegen fand ich den Film richtig geil. Und zwar geht es da halt um einen Jungen, der in die astrale Welt gelangt und der ist halt öfters in dieser Welt und durch die Welt kommen auch Dämonen praktisch in sein Haus und die Eltern versuchen da ihm zu helfen und so weiter und dann eskaliert das Ganze. Ich will euch halt nicht zu viel darüber erzählen, ich will jetzt nicht spoilern, aber auf jeden Fall ist das ein echt geiler Film für alle Horrorfilm-Liebhaber und ja, würde ich halt jedem empfehlen. Ist halt, kriegt halt den Platz 3, weil es der Film war, durch den ich halt zum Thema Klarträumen bzw. Astralreisen und halt dem Ganzen gekommen bin. Platz Nummer 2 kriegt der Film Inception. Inception ist ein genialer Film, also wirklich richtig geiler Film. Ich habe den, glaube ich, schon insgesamt 5-6 Mal angeguckt. Es ist übertrieben krasser Film. Also es geht darum, dass da ein Agent oder ich weiß nicht mehr, was er genau war. Auf jeden Fall will er in das Unterbewusstsein anderer gelangen durch das Klarträumen und da brauchbare Informationen zu stehlen. Ja? Und das Inception an sich ist halt ein Ding, wo man praktisch Gedanken in das Unterbewusstsein anderer einpflanzt. Und darum geht halt der Film. Ja? Und der Film ist halt richtig geil, also übertrieben geil, also wirklich eins meiner Lieblingsfilme im Allgemeinen. Ich will euch da halt auch nicht wiederum zu viel verraten. Ich kann euch aber für die, die es wollen, kann ich da unten einen Link zu dem jeweiligen Film in der Beschreibung posten. Und ihr könnt es euch dann anschauen. Ich gucke generell nicht gerne Trailer an, weil ich mag es nicht, weil sehr viele Trailer verraten komplett den ganzen Film und dann habe ich gar keinen Bock mehr, den Film zu schauen. Und deswegen versuche ich so wenig Informationen wie möglich über den Film mitzubekommen, damit der Film mir dann noch Spaß macht. Ja? Aber es ist natürlich jedem selber überlassen, wie er das macht. Ich mache das nicht gerne. Ja? Aber wie gesagt, in der Beschreibung könnt ihr die Trailer finden. Und jetzt kommen wir zu der Nummer 1. Zu der Nummer 1 von allen Klarträumen-Filmen. Also zu der Nummer 1, halt zu meinem Lieblingsfilm, was das Thema Klarträumen anbelangt. Und zwar ist es Waking Life. Also das ist wirklich ein Film. Ich sage jetzt nicht, dass er besser ist als Inception. Nur er geht mehr auf das Thema Klarträumen ein. Weil in dem Film Inception wird jetzt nicht wirklich über das Klarträumen geredet. So eher indirekt, sagen wir mal so. Und bei dem Thema, bei dem Film Waking Life, da wird wirklich richtig auf das Thema eingegangen. Ja? Und deswegen finde ich das richtig geil. Und zwar kriegt man auch richtig das Feeling, als wäre man wirklich in dem Klartraum drin. Weil der Film ist halt, das ist sagen wir mal so, der Film ist eher, sagen wir mal so, ein Animationsfilm, also so zur Hälfte. Also der wurde halt so gemacht, so ein bisschen surrealistisch und so. Und
da fühlt man sich halt wirklich, als wäre man in einem Traum. Und das finde ich das Geile in dem Film. Es ist am Anfang sich komisch anzuschauen, weil die Art von solchen Filmen habe ich zum ersten Mal gesehen. Und es war am Anfang für mich ein bisschen anstrengend, den Film mir reinzuziehen. Aber ich habe dann den Film, glaube ich, auch mehrmals angeschaut. Und wirklich, man muss den, glaube ich, auch mehrmals anschauen, weil der enthält so viele Informationen, weil der Film geht über das Klarträumen, weil der Typ, der Hauptprotagonist in dem Film, der träumt klar, ja, der merkt es aber erst später. Und der trifft sich da halt mit sehr vielen interessanten Leuten und die erzählen ihm halt, die philosophieren halt sehr viel und erzählen ihm über sehr viele verschiedene Themen, die ich sehr interessant fand. Und es ist wirklich ein sehr, sehr empfehlenswerter Film, weil der Film halt explizit über das Klarträumen ist und da auch das Thema Klarträumen erwähnt wird, ist es halt mein Lieblingsfilm. Und weil der Film einen wirklich praktisch, der Film vermittelt halt einem das Gefühl, als wäre man selber in einem Klartraum. Und danach hat man richtig krass Bock drauf, einen Klartraum zu haben. Allgemein nach allen drei Filmen. Okay, bei Insidious jetzt nicht, glaube ich nicht. Da hat man eher Schiss vom Klarträumen, beziehungsweise Astralreisen. Aber bei Inception und bei Waking Life, da kriegt man richtig Bock drauf. Und es ist eine richtig geile Motivation. Und ja, so, das waren sehr inspirierende Filme für mich. Und das waren meine Top 3. Ja, es gibt sehr viele Filme über das Träumen, über das Klarträumen, aber die haben mir jetzt nicht wirklich so gefallen. Und deswegen habe ich die jetzt nicht erwähnt. Aber wenn ihr Bock drauf habt, kann ich mal ein separates Video dazu machen, wo ich wirklich auch allgemein über andere Filme, die zu dem Thema Klarträumen was zu sagen haben, dass ich über die mal berichte und dass ihr mal Filme habt, die ihr mal schauen könnt. Ja? Schreibt es einfach in die Kommentare und dann gucken wir mal. Und ihr könnt mir auch mal in die Kommentare andere Filme über das Klarträumen schreiben, die ich vielleicht nicht kenne. Und da kann ich die dann auch in dem nächsten Video erwähnen, falls ihr Bock habt. Ja? Ansonsten, Freunde, bedanke ich mich bei euch, dass ihr das Video euch angeschaut habt. Ich verlinke euch mal den Link von meiner Facebook-Seite in der Beschreibung. Ihr könnt mir eine Freundschaftsanfrage schicken und ihr sollt mir dann eine Nachricht schreiben, dass ihr in die Gruppe wollt über das luzide Träumen. Und ich werde euch einladen und dann könnt ihr über das Thema diskutieren und eure Fragen da schreiben und so weiter. Und da wird euch auf jeden Fall geholfen. Wir sind schon dort mittlerweile über 600 Mitglieder. Und ja, auf jeden Fall kann man da eine schöne Diskussion starten. Ansonsten, Freunde, bedanke ich mich bei euch und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, je nachdem. Und bis dahin, Peace!